Okay, alles klar. Ein neuer Game-Test mit mir, Mpox. Ja, was haben wir denn da? Einen ziemlich abgefuckten Kerl mit Narben im Gesicht und einem gelben Auge. Und der Typ scheint wohl gerne kopflos duschen zu gehen. Ist euch aufgefallen, dass er seine kompletten Klamotten anhat? Naja, soll ja Leute geben, die das gerne machen. Sitzt er da gerade auf einem geschlossenen Klodeckel und drückt eine Wurst raus? Also irgendwie ist das ein ziemlich skurriles Intro. Aber sowas muss man ja zeigen, glaube ich. Ohne abzuputzen? Oh, Lesben-Szenen. Weitere Körper- bzw. Kopfpflege. In einer Waschmaschine. Okay, wir kommen der Sache, denke ich mal, jetzt ein Stückchen näher. Wir haben hier einen Riesendämon, der schon sehr beeindruckend aussieht. Mit Schlangenarm, auch sehr cool. Ja. Und Aufspießszenen in Zeitlupe. Na, wie das alles zusammenpasst und ja, vor allem, ob es was taugt, erfahrt ihr im Game-Test zu... Ich muss zugeben, dass ich in Sachen Game-Tests immer ziemlich egoistisch und bequem war. Also meine Testexemplare waren stets ja so 80% Plus-Titel und ja genau nach meinem Geschmack. Aufgrund der Tatsache, dass ich eben Gesagtes in der Vergangenheitsform vor mir gegeben habe, könnte man darauf kommen, dass es sich bei diesem Game-Test um einen zweideutigen Ritt durch die Hölle handelt. Also das Konzept ist wirklich toll, ja, wirklich. Als ich im Vorfeld von einem 500 Jahre alten unsterblichen Dämon gehört habe, der statt zu sterben lieber Arme, Beine, Köpfe und sonst was verliert, war ich echt begeistert. Das habe ich vorher noch nie gehört, habe ich auch in keinem anderen Spiel so erlebt. Natürlich ist es auch sehr mutig, dass Konami und Rebellion mit Never Dead eine Marke auf den Markt gebracht haben, die halt nicht existiert. Also dieses ganze Ding ist halt neu, ja, aber... Soll ich wirklich ganz ehrlich sein, Leute, bevor ich Never Dead nochmal durchspielen würde, würde ich lieber mit Ezio in Assassin's Creed 12 im Rollstuhl durch die Gegend fahren. Ja, also ich übertreibe jetzt vielleicht am Anfang wieder ein bisschen, aber nach dem schon sehr positiv eingestimmten Intro muss man einfach auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Ja, und ja, ob das wirklich so schlimm ist, werden wir am besten mal ein wenig strukturiert angehen, wie ihr das aus meinen Game-Tests kennt. Und ja, wir kümmern uns erstmal um die Story, würde ich sagen. Ja, das Storytelling ist eigentlich ganz nett. Also während man spielt, bekommt man hier und da Rückblendungen, die einem einiges über seine eigene Vergangenheit verraten. Ich werde jetzt gar nicht großartig spoilern, also keine Panik da draußen. Die Infos, die ich hier von mir gebe, stehen wahrscheinlich auf der Spielverpackung. Ihr müsst also nicht abschalten, auch wenn ihr Never Dead in der kompletten Story selber genießen wollt. Unser Held, der heißt Bryce Boltzmann und ist in der Zeit, wo wir ihn spielen, 500 Jahre alt. Beim Versuch, den Dämonen-Obermacker, Astoroth heißt er, glaube ich, zu töten, verlor er seine Frau und wurde mit der Unsterblichkeit verflucht. Ja. Der Rest ist irgendwie so belanglos, dass ich die Einzelheiten schon wieder vergessen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Jedenfalls rennt man als alter unsterblicher Dämon mit zwei leicht bekleideten Mädels durch die Gegend und tötet am Schluss, ja, na ratet mal wen, den... Ach, ich wollte ja nicht spoilern. Naja, jedenfalls, ihr könnt euch das Puzzle selber zusammenschrauben, denn so schwierig ist das nicht. Ja, das Problem an der Story ist nicht das Storytelling, weil das ist wirklich sehr nett. Diese Zwischensequenzen, die sehen auch wirklich grandios aus, wie ihr das hier im Hintergrund seht. Es ist einfach so, dass man irgendwie keine wirkliche Beziehung zu den Charakteren aufbauen kann. Also Bryce Boltzmann, der ja eigentlich ein sehr kantiger Charakter ist, keine Ahnung, irgendwie mag ich den nicht sonderlich, der ist mir nicht wirklich sympathisch und... ja, auf der anderen Seite ist er halt auch nicht so ein Badass wie Kratos in God of War 3. Ja, also da, den habe ich halt, ja, schon, den fand ich schon so kacke, dass er schon wieder cool war. Und bei Bryce Boltzmann kommt einfach nicht das Gefühl auf, sich ja, irgendwie in diesen Charakter reinzufinden und wirklich zu wissen, was denkt der Typ, wie ist der so drauf, sondern es ist halt sehr, sehr trashig, ja. Erinnert irgendwie an irgendwelche alten, trashigen Filme aus der 90er. Mir fällt jetzt gerade kein passendes Beispiel ein, aber. Naja, also so wirklich warm wird man mit den Helden nicht. Auch die Nebendarsteller nenne ich sie mal. Wie heißt die? Nikki Summerfield und Arcadia. Ja, ist halt, die rennen halt so mit, ne? Und
ja, mehr ist da halt auch nicht los. Also wirkliches, eine wirkliche Charakterentwicklung sieht man halt nicht. Klar, es gibt die obligatorischen Wendungen und Überraschungen, aber die Geschichte an sich ist halt ziemlich, ja, wie schon gesagt, trashig und belanglos. Die Charaktere tun irgendwie nichts Besonderes, ja, um einem ins Herz zu wachsen, und Emotionen sind irgendwie auch nicht da. Ja, wie schon gesagt, wir sind 500 Jahre alt und unsterblich, ja, richtig unsterblich, und ja, so haben wir keine Energie oder Ähnliches, die weniger wird, wenn wir getroffen werden, sondern wir verlieren unsere Körperteile. Ja, das ist so im Großen und Ganzen das Konzept an dem Spiel. Ja, wo wir auch schon beim nächsten Teil des Tests werden, und zwar dem Gameplay. Ach ja, in meinen bisherigen Game-Tests war das immer der Part, wo ich das Spiel total abgefeiert habe. Aber diesmal kann ich einfach nicht, Leute, ja. Ich weiß nicht, wie ich diesen Part machen soll, ohne danach als negativ eingestimmtes Arschloch irgendwie abgestempelt zu werden, aber ich glaube, ich weiß was. Ich lasse erstmal ein paar bewegte Bilder für sich sprechen. Okay, ja, sehr schön. Nun bin ich das negativ eingestellte Arschloch, das in willkürlich zusammengeschnittenen Gameplay-Szenen alles total verfremdet. Schön gemacht, M-Fox, wirklich. Gehen wir das Ganze mal ein wenig ausführlicher an. Wie im Storyteil schon gelernt, verliert unser Held statt Energie seine Körperteile. Haben wir ja gerade ziemlich oft gesehen. Wird einem zum Beispiel der Kopf abgetrennt, muss man wie in Cooler World zu seinem Körper zurückrollen und sich wieder zusammenstecken. Wird man vorher von diesen nervigen Staubsauger-Mobs, habt ihr auch gesehen, diese kleinen runden Dinger, eingesaugt, gibt es ein kleines Quicktime-Event, wo man bei einem Fail halt wieder am Checkpoint anfangen muss. Ansonsten, wenn man das gelbe Ding trifft, wird man wieder ausgespuckt und darf seinen Körper weitersuchen. Ja. Zusätzlich läuft, nachdem man Körperteile verloren hat, unten rechts so eine Erholungsanzeige. Müssen wir darauf achten, das ist so ein gelbes Auge. Und sobald das gelbe Auge wieder voll ist, beziehungsweise gelb ist, kann man durch Drücken des linken Analogsticks sich instant wieder zusammensetzen, ja. Leute, das ist beim ersten Mal, ja, ist das total cool. Ja, da sagt man so, oh cool, wir können unsere Beine verlieren und jetzt robben wir da durch die Gegend, das ist total lustig. Ab dem 10. Mal, ja, ist das bedingt lustig. Ja, da sagt man, Mensch, schon wieder einen Arm verloren, klasse. Ja, aber spätestens so, ja, so etwa beim 850. Mal nervt es nur noch. Ja, es gab Kämpfe, wo ich dieses Feature wirklich verflucht habe und am liebsten irgendwem anders den Kopf abgerissen hätte. Ja, ich habe wirklich, das mache ich ganz, ganz selten, aber ich habe geflucht ohne Ende hier vom Rechner, wo ich gesagt habe, ah, dann kann ich gar nichts gegen machen und so eine Scheiße, und habe auch teilweise einfach das Spiel ausgemacht, weil ich keinen Bock mehr hatte. Muss man wirklich so krass sagen, dass ein Feature, was eigentlich am Anfang ja total irgendwo der Cliffhanger für das Spiel war, dann plötzlich zu einem Feature wird, was einfach nur nervt, ja. Es stört einfach den Spielfluss, ständig aus dem Kampf gerissen zu werden und auf dem Boden rumzurollen. Also das ist echt super und too much einfach, ja. Vor allem, weil man ständig das Gefühl hat, man könnte nichts dagegen tun, ja. Also das ist sowieso das Krasseste.
die Zerlegung der Spielfigur, ihr habt es ja gerade in diesem kleinen Zusammenschnitt gesehen, das ist unausweichlich manchmal. Ja? Also das heißt, einfach bam und wieder zerlegt. Klar, bei den gerade eingespielten Dingen hätte man ein, zwei Mal was dagegen tun können, wenn man es im Nachhinein sieht. Aber so im Spielfluss ist es halt, ja, nicht das Allerbeste, ja, ganz ehrlich. Ja? Also vorwiegend wird durch die extrem linearen und gescripteten Level gerannt, also mit Arcadia oder halt Nikki Summerfield. Die Gefährten, beide, die sind zwar nicht unsterblich, jedoch haben die kein großes Problem damit, sich absolut dämlich und inmitten von zahlreicher Dämonen zu stellen und immer wieder zu sterben. Ja, man muss dann zu den Himmeln laufen und durch die X-Taste kann man die dann wiederbeleben, beziehungsweise sie sind dann halt am Boden außer Gefecht gesetzt und durch die X-Taste kann man sie halt wieder zurück ins Spiel holen. Also ich hatte wirklich zu keiner Zeit das Gefühl, dass diese Gefährten mir irgendwie helfen würden. Ja, also der Entwickler hat sich wahrscheinlich so gedacht, ja Mensch, wenn man selber unsterblich ist, dann soll man doch irgendeine sterbliche Figur mit an die Seite geben, wo man einfach dann sich um die kümmern muss. Ja, aber das Dumme ist halt, man ist selber damit beschäftigt, ständig wieder zu seinem Körper zu rennen. Und wenn man dann seinen Körper irgendwie gefunden hat und mal ganz durch die Gegend läuft, darf man dann ständig wieder eine von den beiden Tussen da wieder beleben. Ne? Also das heißt, so ein richtiges, ja, also Hack-and-Slay, Action, Shooter, was auch immer, was für ein Gefühl hervorgerufen werden soll, das kommt einfach nicht auf, einfach wenn man ständig unterbrochen wird, egal durch was, ja. Und außerdem buggen sie halt extrem viel rum, ja. Also ich hatte eine Szene, ja, da lief sie halt die ganze Zeit auf der Stelle und manchmal kommt man nicht an ihr vorbei, wenn sie in irgendeiner Tür steht und das ist halt, ja, ein bisschen nervig, ja, aber ist nicht alles schlecht. Was ganz Nettes ist, sind die Rätsel. Es gibt hier und da Wege, die man nur im zerlegten Zustand bzw. als Kopf passieren kann. So kann man beispielsweise durch einen Luftschacht rollen, um dann von der anderen Seite eine Tür aufzumachen. Ich hatte jetzt auch das Gefühl, dass diese Passagen nur in der ersten Hälfte des Spiels wirklich da waren und dann hinterher einfach weggelassen wurden. Das ist eigentlich echt schade, weil man damit definitiv hätte mehr machen können. Also sprich, man kann sich selber auch durch eine Tastenkombination den Kopf abreißen und dann in irgendwelche Schächte werfen, wie ich gerade schon gesagt habe, oder halt durch irgendwelche Bodenritzen. Man kann seinen Arm in irgendeinen Raum werfen, der dann wiederum einen Schalter betätigt. Das ist eigentlich alles eine ganz nette Sache gewesen. Allerdings macht das nur einen ziemlich kleinen Teil des Spiels aus. Leider ist das Gameplay neben den ganzen netten Rätseln extrem monoton. Irgendwie gibt es nur gefühlte drei Gegnertypen und kampftechnisch ist es auch irgendwie immer das gleiche Schema. Man rennt in einen Raum oder in irgendeine Gegend und dann schließt sich eine Tür. Ja, es spawnen Dämonen und komische Dämonenspucker. Das sind diese Spawn-Geräte, die halt ziemlich zäh sind und man braucht sehr, sehr viele Schläge, bis die sterben. Und die spawnen dann halt noch mehr Dämonen. Ja, also hat man dann alle Gegner besiegt, öffnet sich die Tür und man darf weiter zur nächsten Tür. Ja, und das ist halt nicht nur linear, sondern ja, das hat schon so einen Stage-Charakter, ja, dass man immer in den nächsten Raum gelassen wird und dann halt dieses Event wieder von neuem losgeht. Also sowas kannte ich in modernen Spielen bisher halt nur aus irgendwelchen Features, ja, aus irgendwelchen, wenn man das Spiel durchgespielt hat, dass man danach halt nochmal so einen Horden-Modus hat, ja, also kennt ihr wahrscheinlich auch von anderen Spielen dann, ja. Zwischendrin gibt es den ein oder anderen Bossgegner. Von der Optik sind die Bosse wirklich ganz cool, allerdings leidet hier das Gameplay auch wieder an fehlender Abwechslung und der Tatsache, dass man bei Bossgegnern noch viel öfter die Körperteile verliert und zusammensucht, ja, als sonst. Das läuft meistens so ab, dass der Boss eine verwundbare Stelle hat, auf die man schießen muss. Die leuchtet orange. Immer. Bei jedem Boss, sogar beim Endboss. Ja, also immer auf das Orangene schießen und dann geht's. Also es ist nicht ganz so schlimm. Teilweise haben die Bosse Spaß gemacht, zumindest die ersten. Der Endboss war absolut ein Krampf. Aber sonst ist es halt ja, leichte Kost, einfach weil es ja monoton ist. Also da gibt es Boss-Designs, die weitaus besser sind. Ja, also das ist halt so ganz nett, aber wirklich gemessen an dem, was total beschissen ist, ja, ist es halt ganz okay. Was ich sehr schade fand, ist, dass sich die Bossgegner hinterher wiederholen. Ja, krass, richtig krass. Also teilweise wurden einfach zwei von alten Bossgegnern in einen Raum gepackt. Ja, also man hat am Anfang gegen einen Bossgegner gekämpft und so ein, zwei Level weiter war dann wieder ein Boss, aber das war einfach derselbe aus dem letzten Level, nur dass sie halt dann zwei davon
reingepackt haben. Ja, sorry, aber unkreativer geht's leider nicht mehr, ja. Ja, man rennt übrigens das ganze Spiel entweder mit einem Zweihandschwert oder beidhändig, beziehungsweise mit beidhändig getragenen Einhandwaffen durch die Gegend. Ja. Das werden auch Erfahrungspunkte gesammelt. Habt ihr gesehen, das sind so rote Dinger, die man die ganze Zeit sammelt. Und da bekommt man halt XP für, mit denen man wiederum Upgrades und Fähigkeiten freischalten kann. Das System ist eigentlich echt ganz gut gelungen und kann dynamisch eingesetzt werden. Ich habe zum Beispiel beim Endboss ganz andere Boni verwendet, als ich bei den ganzen Trash-Gruppen verwendet habe. Also das ist eigentlich ganz nett gemacht. Und beim Trash habe ich, wie gesagt, meist mit der Klinge gekämpft und dann hinterher habe ich halt die Waffen auch geupgradet und ja, wenigstens das ist was Positives. Ja, Gameplay hat von mir leider fast durchgängig negative Punkte bekommen. Ich konnte dem einfach nicht so viel abgewinnen. Kommen wir mal zum letzten Punkt dieses Game-Tests und zwar zum Grafik, Sound und der Technik. Wenigstens hier habe ich das ein oder andere Positive von mitzugeben. Das Spiel sieht stellenweise wirklich sehr gut aus. Wenn man Neverdead wirklich nicht durch diese Technikbrille sieht und es unfair vergleicht mit Uncharted oder whatever, macht es auch wirklich sonst einen guten optischen Eindruck. Gerade die Zwischensequenzen, die sind wirklich Kickers, die sehen wirklich sehr, sehr gut aus. Ihr habt jetzt einige gesehen. Da kann man wirklich gar nicht meckern. Das Ingame-Material an sich hat jetzt nicht die super mega scharfen Texturen, aber ich glaube, das brauchen wir bei so einem Spiel auch gar nicht. Die Grafik und die Optik, die passt einfach gut zu diesem trashigen Setting und ja, ich habe zumindest optisch nicht wirklich viel vermisst. Die Musik und die Sprachausgabe, welche leider nur auf Englisch verfügbar ist, ihr seht die ganze Zeit diese deutschen Untertitel, es gibt nur eine englische Sprachausgabe, die Sprachausgabe ist ganz okay, ja, und auch die Musik, dieses rockige E-Gitarrenzeug, das passt halt auch ganz gut zu diesem wiederum trashigen Setting und untermalt halt das Gespielte ganz gut. Ja, ist jetzt nichts super Besonderes, aber auch nichts, was ich jetzt irgendwie, woran ich rummeckern müsste. Ja. Ich habe schon genug gemeckert heute. Technisch leistet sich Rebellion allerdings einige Schnitzer. Also da muss man wirklich sagen, dass ich Bugs hatte, die man nicht nur in einer Hand abzählen kann, sondern da braucht man ein paar mehr für. Und gerade bei einem Bug, der wirklich extrem fies war, der hat mich dazu gezwungen, ein komplettes Kapitel, also sprich so gut ein, zwei Stunden Playtime, nochmal von vorne zu beginnen, einfach weil mein Begleiter, Arcadia in diesem Fall, einfach immer durch die Welt gefallen ist. Ja, und ich konnte nichts machen. Habe ich den letzten Checkpoint geladen, ist sie halt ständig wieder durch die Welt gefallen. Und sowas ist halt schon ziemlich krass und frustet, gerade bei diesem Spiel bei mir extrem, wenn man dann zwei Stunden Playtime irgendwie in die Tonne werfen kann. Ja, das ist leider sehr, sehr blöd gelöst. Ja, ich habe etwa 18 Stunden für das Spiel gebraucht. Allerdings habe ich viele Sachen doppelt gespielt, einfach weil ich sie nochmal aufnehmen wollte. Die Netto-Spielzeit sollte sich etwa bei 10 Stunden einpendeln. Es gibt auch noch einen Multiplayer-Modus, da habe ich ganz kurz reingeschaut, werde ich aber gar nicht weiter darauf eingehen. Das ist im Grunde nur das, was wir schon kennen im Koop-Modus. Ja, da kann man dann zu zweit da durch die Gegend ballern und metzeln. Und ja, ist jetzt nichts Besonderes. Ist halt noch ein nettes Feature nebenher. Ja, man kann Schätze sammeln. Das war es eigentlich schon an Features, die es sonst so gibt. Mehr fällt mir da jetzt auch nicht ein. 10 Stunden sollte man in etwa brauchen, wenn man das Ganze zügig durchspielt. Und wir sehen uns wieder beim letzten Teil und da in einem kleinen Fazit. Kauft euch das Spiel. Das ist total gut. Kann ich nur jedem empfehlen. Wirklich. Nein, nicht wirklich. Im Fazit jetzt nochmal ordentlich zu schimpfen, wäre, denke ich, grob übertrieben. Mir gefällt das Spiel nicht. Ja? Es macht einfach zu viel falsch und hat mit der Idee, den Spielfluss bei Fehlern mit dieser Körperteilgeschichte zu unterbrechen, möchte ich ins Klo gegriffen. Ja? Also da sterbe ich einfach lieber und fange von neu an. Wenn man das ganze Spiel mit ähnlichen Titeln wie God of War, Brutal Legend, Darksiders oder irgendwas ähnlichem Vergleich, das schmatzt es einfach komplett ab. Also das kann einfach nicht mithalten.
ja, will es vielleicht gar nicht, aber es ist halt noch nicht mal so ansatzweise, dass man sagt, okay, für nebenher, ich kann es halt leider von meiner Seite aus nicht empfehlen. Da muss man schon wirklich einen sehr speziellen Geschmack haben, wenn ihr mich fragt. Ja, also keine Empfehlung heute, liebe Community. Und das sage ich nach einem Game-Test übrigens das erste Mal. Ja. Und weil ich ganz genau weiß, wie viele von euch da draußen auf Prozente stehen, hier habt ihr meine Wertung. 30% gebe ich Never Dead, gespielt von mir auf der Xbox 360, auch erhältlich für die PlayStation 3. Vielleicht empfehle ich euch einfach mal, das Spiel zu holen, wenn es Low Budget ist oder ja, wenn es vielleicht irgendwo gebraucht bekommt und euch dann vielleicht selber eine Meinung darüber zu machen. Vielleicht habt ihr dieselbe wie ich, vielleicht habt ihr eine komplett andere. Wer weiß, ja. Also obwohl ein Game-Test zu einem Spiel, das ich nicht sonderlich gut finde, ein Neuland für mich war, hoffe ich, euch trotzdem gut informiert und vor allem gut unterhalten zu haben. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Game-Test, in dem dann hoffentlich wieder weniger gehatet wird, ja. Euer M-Pox. Ciao, ciao.